Ich lief in Richtung des E-Sports-Bereich und spürte die Energie und die Aufregung in der Luft. Die Leute feuerten ihre Lieblingsspieler und Teams an. Das Geräusch von Mausgeklicke und klackenden Keyboard-Tasten erfüllte die Luft. Die Atmosphäre war geladen. Eri, wenn sie versucht, schwierige Worte zu sagen und dann doch das Leichte nimmt. Ah! Die Atmosphäre war geladen und ich konnte die Leidenschaft und Aufregung, die diese Spieler für diese Spiele hatten, die sie spielten, fühlen. Als ich im Bereich herumlief, konnte ich nicht anders, als darüber nachzudenken, wie unglaublich es doch wäre, ein Teil dieser Welt zu sein. Aber natürlich nur, wenn deine Spiele auch bei so Wettbewerben gespielt wurden. Diese MOBA-Games hatten auch ihre eigene Geschichten, wisst ihr? Das Spiel, das gespielt wurde, war ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Game. MOBA. Ja, Eri, wir haben gecheckt, dass das die Abkürzungen nochmal beschrieben sind, danke. Woran ich nicht gewohnt bin, sie zu spielen. Ja, ich auch nicht. Jedoch, ich wusste, wie man eins spielt. Und das ist, wie man es spielte. Und es gab einen bestimmten Spieler, der meine Aufmerksamkeit bekam. Ist das nicht? Er trägt andere Kleidung, aber ohne Zweifel ist er dieser Pay-to-Win-Gamer von zuvor. Nee, warte, das ist ein anderer Charakter, oder? Seine Hände und Koordination waren schnell und akkurat genug, dass er keine Öffnung des Feindes verpasste. Er spielte in Echtzeit, aber jeder seiner Bewegungen war kalkuliert, als ob er die Bewegungen seiner Feinde vorhersah. Er konnte seine Feinde besiegen, ohne dass seine Gesundheit sank. Er ist wirklich gut darin. Andere Leute beobachteten ihn auch. Scheint, als hätten wir hier einen Finalisten. Das Match war endlich zu Ende und sie gewannen. Ich wusste es. Er sah in meine Richtung, bis sich unsere Augen trafen. Ich gab ihm einen Daumen hoch mit einem beeindruckten Ausdruck, während ich meine linke Augenbraue hob. Ich weiß gar nicht, wie der Ausdruck aussieht, ehrlich gesagt. Er und sein Team gingen danach. Was war das? Hat er gerade gelächelt? Zu mir? Nein! Alter, warum sieht mein Fenster aus, als würde es gleich aus... Oh, das wäre doof. Ich meine, ich habe ja jetzt schon Probleme mit meiner Badewanne. Ich weiß jetzt immerhin, dass es wahrscheinlich die Kartusche ist, die nicht mehr ganz dicht hält. Müsste ausgetauscht werden oder versucht werden zu reinigen. Aber dazu müsste ich den Haupthahn auskriegen und dann das Ding auseinanderbauen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Noch hält's. Aber es kann sein, dass ich noch irgendwann nächstes Jahr dann oder dieses Jahr noch die Vermietung anrufen muss und sagen muss, ja, kann mir mal jemand die Kartusche austauschen? Könnt ihr mir jemanden schicken? Hier tropft der Wasserhahn. Danke, tschüss. Das war kein überheblicher Ausdruck, nicht wahr? Er sah aufrichtig aus. Es war, als wäre er plötzlich eine ganz andere Person geworden. Was ist da gerade passiert? Egal. Es gab noch einen Ort, wo ich nachsehen wollte. Während ich lief, fand ich einen Stand mit dem Spiel Remote drauf. Das ist das Spiel, das Chris produziert hat, als er noch bei Razer Games war. Sie zeigten eine Spiele-Demo mit einem virtuellen Reality-Headset. Oh, ich möchte unbedingt mal so ein VR-Headset haben, aber ich glaube, mir wird schlecht bei sowas. Das ist cool. Ich frage mich, was Chris dabei empfindet, wenn er diesen Stand sehen würde. The producer of this game resigned. Oh, nein! Resigned? That's what they said? Is there something funny in what I said? Ich mag seine Stimme. Schon wieder mal. No, sorry. It's nothing.
Ich könnte Chris in Schwierigkeiten bringen oder so, wenn ich dieses Gespräch weiter fortführe. And by the way, it's 37 degrees outside. Isn't it a bit warm for all that fur? Ich mag Wolli-Sachen. Ich mag sein Wollpullover, würde ich auch tragen. It's all about aesthetics, my friend. I don't mind a little sweat if it means I look good. Aber dann stinkst du, Junge. Dein Deo möchte ich haben. Sie ist total überfordert mit ihm und ich fühle es. An dem Stand war ein Mädchen, das gerade die Demo beendet hatte. Sie sah verängstigt aus. Hey, Flash! I wonder what the future of this game will be. Do you play this game? Yeah. How about you? I don't play horror games. Ich glaube, der Sprecher war hier ein bisschen heiser. That's too bad. One of the best horror games in existence. Ich wusste nicht, dass es so gut war. Ich habe nur davon gehört, aber es niemals wirklich gespielt. Then I'll check it out. Ich fragte den Standbetreiber, ob ich die Demo probieren konnte, aber ich musste zugeben, ich war nervös. Ich spiele keine Horrorspiele, besonders keine mit VR, wo alles sich so real anfühlt. Ey, Girl, ich fühle dich! Eigentlich müssten wir demnächst den Girl, ich fühle dich Counter einführen. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Und dann setzte ich das VR-Equipment auf. Ich glaube, wenn ich das dann für YouTube schneide, muss ich tatsächlich einen Counter einführen. I'm ready. Oh, das ist ja geil. Avatar mit VR-Headset noch. Oh, das ist cool. Good luck. Das Spiel begann wie ein ganz normales Horrorspiel. Jedoch, es brauchte auch Wissen, um bis zum Ende zu kommen. Das Game war meisterlich designt und wahrlich die Arbeit eines Genies. Nach einigen Augenblicken... I'm stuck. Ich wurde in einem Zimmer eingesperrt in dem Spiel und konnte nicht herausfinden, wie ich da rauskam. Die Musik wurde lauter und angespannter und deutete an, dass ein Feind in der Nähe war. Ey, komm! Ich wollte mich selbst nicht geschlagen geben. Ich untersuchte das Zimmer. Etwas Strahlendes auf einer Box, was für gewöhnlich ein Hinweis bezüglich eines Spiels war. Ich öffnete sie und schaffte es, einen Schlüssel zu bekommen. Ich wusste, ich könnte das schaffen. Jedoch, bevor ich die Tür öffnen konnte, hatte die Musik bereits aufgehört. Ich hätte fast das VR-Equipment fallen gelassen. Ich beeilte mich, schnell die VR-Brille abzunehmen und bemerkte, was ich getan hatte. Arschloch. Ich sag's jetzt schon, Arschloch! Er lacht mich aus, ich finde das nicht gut. That was scary. I know, right? But the look on your face when you screamed. Er kriegt ganz gediegenen Stinkefinger von mir. Epic. Aber gute Leistung vom Sprecher. Der Sprecher macht das so gut, dass ich ihm tatsächlich den Stinkefinger zeigen will. I'm already traumatized here, yet you're laughing? Sorry. That was rude of me. Nein, ist vollkommen okay. Ich bin's gewohnt. Indeed. It looks like you don't play them often. I only like watching people play them. Yeah! Fühl ich! Hooray to the streamers. They love people watching them. Yeah! Fühle ich auch! Sagt die Person, die gerade streamt. Oh, ist das schlimm! Seeing other people's reactions is entertaining. Ist das echt so? Findet ihr das unterhaltsam, was ich hier mache? Oder guckt ihr einfach nur, weil ihr denkt, nee, unterhaltsam ist sie nicht, aber sympathisch und wir hören der Frau gerne zu, was sie für ein Mist hier verbockt? Lasst mich das doch mal gerne wissen, ich bin neugierig. Weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich meine eigenen Let's Plays so sehe, manchmal bin ich nicht wirklich unterhaltsam. Hab manchmal so das Gefühl, ich bin so unterhaltsam wie eine Scheibe Brot.
Ja, Brot kann auch unterhaltsam sein, wenn es schimmelt. I know, right? Unfortunately, though, it can be tough for them, too. Ja, fühle ich. They have to make the stream entertaining enough for the viewers to stay watching. Mache ich mir eigentlich ja weniger Gedanken drum. Ich bin einfach ich selbst, wenn ich streame. Und dann hoffe ich, dass ich es unterhaltsam finde. Manchmal denke ich auch gar nicht drüber nach und tue Dinge und denke mir dann hinterher, oh Scheiße, das hättest du nicht tun sollen. They have to communicate with their viewers, grant requests, set up stream schedules. Ah, auf die Stream Schedules verzichte ich mittlerweile. Aber ich kommuniziere sehr gerne mit euch. Und Anfragen beantworten tue ich leider nicht so gerne. Mache ich auch gar nicht so oft. Eigentlich selten. Eigentlich nie. It's a lot of work. Ja, ist es. Sounds like you're one of them. Who knows? Er ist einer. Einer von uns. Einer von uns. Der Mann sah eilig auf sein Telefon. I gotta go. See you around, Mademoiselle. Ah, das muss er nochmal üben, das Mademoiselle ordentlich auszusprechen, aber das kriegen wir hin. Mademoiselle. Obwohl, ich glaube, das ist tatsächlich die richtige Aussprache, Mademoiselle. Nur, dass das eh nicht so ganz schlimm betont wird. Eher so ein leichtes Mademoiselle. Also so ganz, es ist eher so ein ganz shortes E, was gesprochen wird. Er verabschiedete sich winkend und ging dann. Ich habe heute eine Menge interessanter Menschen kennengelernt. Ich frage mich, ob Chris bereits diesen Stand gesehen hat. Moment, ist er überhaupt hier? Ich hatte vergessen, ihn einzuladen. Oh, es ist ein Anruf von Chris. Was für ein großartiger Zeitpunkt. Chris! Are you? Well... Oh, das scheint noch nicht richtig zu synchronisiert zu sein. Ich bin bei der Game Expo. Möchtest du gerne herkommen? I knew you'd be here. Oh. Er sagt, I knew you'd be here. Also ist er auch dort. Sonst hätte er wahrscheinlich gesagt, ich wusste, dass du dort sein würdest. What? You're here? Where are you? Ich bin gut. In the game section. Coming. Und natürlich wäre er hier. Er ist immerhin ein Spieleentwickler. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Over here! What are you doing here? See this section? If we continue the startup, we can display a booth here. Can you imagine it? Oh, das wäre geil. Ich sah zu Chris und sah seinen Ausdruck. Er schien aufgeregt zu sein, aber ich wusste nicht, ob das nur eine Fassade wäre, weil ich hier war. Chris, your game's booth was over there. Did you visit it? Yeah. I went to say hi to the people stationed there. Are you all right? Why would I not be? Seeing your game in different hands without you, is it not heartbreaking? You sure know how to read me. Nein, sie ist einfach nur empathisch. Dazu muss man keinen Menschen lesen. Mal ganz ehrlich, ich weiß, wie ich mich jedes Mal gefühlt habe, wenn ich etwas aufgebaut habe. Und dann gegangen bin und gesehen habe, wie andere Leute das, was ich aufgebaut habe, weiter benutzt oder gemacht haben. Das ging mir damals bei dem bei dem Schreibprojekt auf Animex so, den Muses. Was ja auch sehr eklig geendet hat. Es ging mir damals so bei dem Twitch-Account von Animex. Oh, das hat auch weh getan. Aber hat nicht ganz so eklig geendet. Es hat einfach nur wehgetan. Mittlerweile tut es nicht mehr ganz so weh mit einem gewissen Abstand, aber es ist trotzdem noch so ein leicht bitteres Gefühl im Herzen, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist einfach so ein empathisches Ding. Fühle ich halt einfach. Of course. Ich kannte Chris immer als einen offenen und fröhlichen Typen, aber ich wusste auch, wann er seine Gefühle verbarg wie jetzt gerade. Hey. Ja? If there's one game you wanted to make, what would it be? Otome Game! Otome! Otome. Ich bin aber auch ein böses Mädchen. Right.
What's the point of even asking? Ja, heiße Typen, hallo! Wer will das nicht? Ich meine, ich will eine Visual Novel machen mit Kumi und was soll's werden? Notome! Hallo! Ich sag's nochmal, ich fühle die Protagonistin. If I join, will we be able to make one? As long as there's a market, it's possible. Now, I just need to see your business partners and join the game jam to finalize my decision. You're really considering it? That alone makes me happy. Aww. Of course, you're my friend. I trust you. Das fühle ich nicht so. Ich meine, sie hat ihn jetzt seit der Highschool nicht mehr wiedergesehen. Das dürften wie viele Jahre sein? 8 hat sie, glaube ich, gesagt? Und Menschen verändern sich. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu misstrauisch. Ich würde niemanden trauen, den ich nach 8 Jahren wiedersehe. Ich habe ja schon Probleme damit, Menschen zu vertrauen, die ich nach 2 Jahren wiedersehe. Thanks for believing in me. Oh, er ist so cute. Das ist ermüdend. Ich wollte einfach nur nach Hause gehen und endlich mein Kapitel beenden. Thank you for calling customer service. This is Merida. How can I help you? I believe my brother called the other day regarding our payment. I see. Let me pull up his record so I can check it for you. What's your brother's name? Soma Shin. And I'm speaking to... Sosuke Shin. His brother. Oh nein! Passt auf! Vermutung! Ich weiß, wir haben am Anfang die Namen der Charaktere gesehen, aber ich merke mir so einen Scheiß ja nicht. Das sind die beiden Brüder, die wir auch auf der Game Expo gesehen haben. Genau die beiden sind das. Und der Bruder, der halt ein Pay-to-Win-Player ist, das ist der, der uns so angeschrien hat. Und der... Nee, warte. Andersrum! Der E-Sports-Typ hat uns angeschrien und Sosuke Shin ist der Pay-to-Win-Player. Oh Gott! So wird ein Shoot raus. Alright, give me one moment, please, while I pull up his record here. Thank you. Nachdem ich seine Daten öffnete, bemerkte ich, dass da dieses Ticket war, das ich für diesen Typen erstellt hatte, der mich den einen Tag da so angeflaumt hatte. Ah, yes. I was the agent he talked to. Upon checking here, sir, you still haven't paid your remaining arrears yet. That's why the system shows a remaining balance. After paying that, will our internet automatically return? Wahrscheinlich haben die Brüder mega Stress miteinander. Yes, sir. It's automated. I also did tell your brother about it. He got disconnected. He got disconnected at the time. I see. Thank you. That's all I needed. No worries. Thank you for calling. Goodbye. Ob wir jetzt was Gutes getan haben, indem wir nicht erzählt haben, dass sein Bruder total frustrated war, sondern, naja, dass es die Verbindung abbrach? Ich denke mal schon. Das ist halt einfach nur professionell zu sagen, ja, die Verbindung ist abgebrochen. Und das Gespräch endete. Eine kleine Notlüge würde ja nicht schaden. Das war doch keine Notlüge, das war doch plötzlich ein Verbindungsabbruch. Oder war das jetzt nicht so gut? Ich kann ihn ja nicht wissen lassen, dass ich seinen Bruder sauer gemacht habe. Bzz, bzz. Oh, das kommt von meinem Telefon. Are you free today? Yeah, what's up? Hey, du sitzt im Büro, das macht man nicht. Datenschutz. I want you to meet someone. Allgemein, dieses Gespräch mit dem Bruder war jetzt schon so ein echter Datenschutzverstoß. In Deutschland wirst du dafür gegrillt. Als ich Chris entdeckte, ich entdeckte Chris in einem Café sitzend mit jemandem. Und ich erkannte sofort die Person, bei der er war. Remote Guy? Remote Guy! Geiler Name. You're Mademoiselle. Mademoiselle. You know each other? Ja. So, ich verabschiede mich wieder. Wir lesen uns später. Jo, tschüss, Schatz. We met at the Game Expo. We both played your game remote there. Really? What did you think of it? It was nerve-wracking. Hör auf! Warum steht da Harry? Wir wissen doch noch gar nicht, dass er Harry heißt. Aber warum lacht er uns schon wieder aus?
Harry lachte. Lachte. Er erinnerte sich wahrscheinlich an diesen peinlichen Moment. I died, but it was worth the shot. That's too bad. You can always replay it online. Oh, but we haven't been formally introduced. What are you doing here? I want you to meet Harry Dominic Claude. Call me Harry for short. Erenia Rodriguez. Ah ja, okay. Ach, sie benutzt so einen Fake-Namen im Callcenter. Ja, okay. Bei uns war das so und ist auch immer noch so, glaube ich, dass du keinen Fake-Namen kriegst. Es gibt aber wohl Firmen, die bestehen darauf, dass die Mitarbeiter, wenn sie ans Telefon gehen, Fake-Namen kriegen. Ich glaube aber, das hat dann für die Firmen, also meistens ist der Vorwand der Firma so, ja, Datenschutz. Die müssen ja nicht den richtigen Namen wissen, weil es gibt schon die Gefahr, dass wenn du im Callcenter deinen richtigen Namen sagst, dass dich Leute zum Beispiel auf Facebook finden können. Ist ja heutzutage alles andere als schwer. Ja, Erenia Rodriguez, das nenne ich einfach Erenia. Wir schütteln einander die Hand. He's our artist. What? Was? He's our new prospect business partner. That's amazing. But... I thought you were a streamer or something. Er ist ein Kunststreamer. Oh, that. That was a joke. Er ist ein Kunststreamer. If you say so, to come to an agreement with Chris, you must be competent. Welcome to the team, Harry. Chris told me of you as well. What did you tell him, Chris? Entsprechend des Lächelns hoffte ich einfach nur, dass er nicht übertrieben hat, dass er halt nicht übertrieben hat, was mich betraf. So, what's your story? I was used to constantly drawing still illustrations. I've always wanted to make them come alive through games and animation. In a startup? Chris is a promising CEO and game producer. I loved his game Remote, remember? Yeah. Right, but in terms of stability... I'll manage. I'd like to see how this thing turns out. Besides, since you're here, it'll make me want to stay more. Er ist so voll der Flirt. Ich lieb's. Oh, herrlich. Er bat mich um meine Hand und küsste sie, was mich ein bisschen erschrak. Alright, that's enough. Flirting in a workplace will be a bad idea. Oh, love is a no-no. Do you intend to implement that rule, Chris? Ja, ja, für alle anderen, nur nicht für Chris. It has negative effects. Ja, ja, für alle, nur nicht für Chris. Oh, ich hab so viel Spaß damit gerade. Oh. How about I flirt outside of the... Harry, I like your way of thinking. Well, love can't be entirely stopped, but it can still affect the workplace. Just make sure it doesn't. Weil ich stehe auf sie. Also, das ist das, was er sagt. Lass die Pfoten von ihr. Sie ist meins. Ich stehe auf sie. Was ist das cool? Got it. Then I'll do it outside. Ja, kein Sex auf den Schreibtischen im Büro. Dann lieber Sex draußen im Hinterhof. Ja. Wait, what? Was ist das eskaliert? Oh, ist das herrlich. Mir darf man nicht zuhören, nein. Harry zwinkerte mir zu. I prefer if you ban it, Chris. Ja, danke. Please don't break our hearts. Warum unsere Herzen? What? I won't ban it. As long as we respect each other, that's all that matters. Ich kann es nicht verbannen, denn ich liebe dich. Das ist die Übersetzung. Er ist so obvious. Ich und Harry nickten zustimmend. Es ist war aber nicht so, dass ich jemanden aus unserer Firma daten wollte oder so. Chris, how did you meet him? Ich entschied, das Thema zu wechseln. I've been following his social media for a long time. I figured he'd be the perfect candidate because of his knowledge of different art styles and techniques. He was persistent.
and as a fan of his works, I couldn't ignore him. So you're both fans of each other? Sie gaben sich in Zustimmung ein High Five. Oh, das ist cute. Irgendwie ist das cute und cool. Wie erwartet von Chris. Ich konnte es kaum abwarten, diesen Mann im Internet nachzuschlagen. We'll just have to wait for this game jam Chris is talking about. Oh, right. When's this game jam? In 3 weeks. What? What? That soon? That's why you should study all the pointers I gave you. The theme is going to be announced on the opening day. Ich hatte eine Anfrage gestellt, die Arbeit für eine Woche zu verlassen, um mich auf den Jam zu konzentrieren. Meine Webnovelle war fast vollständig und das war eine große Gelegenheit, um ein Risiko einzugehen. Harry, Dominic Claude, ich stellte ein paar Untersuchungen an. Ich öffnete Google. Google. Das ist einfach nur cool. Und suchte nach diesem Namen. Es dauerte einen Moment, bis ich Informationen über ihn fand, da er einen anderen Künstlernamen hatte. Nick. Wait! Wie war das? Warum spricht Nick niemanden hier? Oh, es verfolgen mich heute so viele Dinge. Ich konnte verstehen, warum er einen anderen Namen nutzte. Bedachte man seine Popularität. Als ich sein Instagram-Account öffnete, war ich schockiert. Ich habe übrigens kein Instagram und auch kein Instagram. Er hatte 1 Million Follower. Sein Artstil ging von realistisch zu Anime und die Art und Weise, wie er Anime-Männer zeichnete, Ikemen, das wäre definitiv Arbeit für eine Otome-Visual Novel. Chris, du bist Gott gesandt. Er postete neue Kunstwerke jeden Monat, und wurde von seinen Klienten beauftragt. Und jeder Post bekam hunderte über tausende Likes. Er war eine große Sache in der Industrie. Und noch viel beliebter als einige semi-berühmte Schauspieler. Ich fühlte mich schlecht im Vergleich zu ihm. Wenn ich nicht Chris' Freundin wäre, dann frage ich mich, ob er mich dennoch gewählt hätte. Danke, Eist, und dir eine gute Nacht. Und irgendwann schneide ich das für meinen Kanal und da kannst du es nachsehen, wie die Eri weiter rumfiebt und rumquietscht. Und ich glaube, du bist heute auf deine Kosten gekommen wieder, ne? Gib's zu. Träum süß, lass dich nicht unterkriegen. Ich bin für dich da. Ich öffnete meinen WritePad-Account, wo ich meine Webnovelle hochlud und sah neue Kommentare. Manchmal gibt's dort Kritiker und Trolle. Aber ich versuchte, mich nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen. Besonders mit Fans wie diesen. Danke, dass du so inspirierend bist. Ich liebe deine Arbeit, auch wenn ich ein Junge bin. Deine Arbeit bewegt mich sehr. Stellt euch mal vor, das würde mit einem Spiel passieren. Ich wäre in der Lage, noch viel mehr Menschen zu erreichen. Aber davor hatte ich immer noch ein paar Teilzeitschreibarbeiten zu erledigen. Nur noch ein bisschen mehr, Erenja. Halte durch. Sie ist am PC eingepennt. Auch das fühle ich. Ich finde es übrigens interessant, es ist kein Apple, es ist ein Banana. Was? Oh, ist das ein ekelhafter Ton. Ich hatte das Gefühl, ich schlief seit einer langen Zeit. Wann bin ich denn gestern eingeschlafen? Ich sah auf die Uhr. 7:30 Uhr? Oh, verdammt, ich bin zu spät aufgewacht. Ich war zu spät. Und da geht meine Bezahlungsvoraussage. Viel zu viele irritierte Anrufe heute.
Ist unser Service so schlecht, dass uns täglich Beschwerden erreichen? Nein, ist er nicht. Sicherlich nicht. Die Sache ist ja, auch hier wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen, Bewertungen im Internet. Du bewertest nur etwas, wenn du es scheiße findest. Wenn du etwas gut findest, warum sollte ich eine Bewertung abgeben? Und dasselbe ist halt mit den Beschwerden, mit den Leuten, wo nicht alles funktioniert. Das sind halt wenige. Auf die ganze Masse an Kunden gesehen sind das meistens wenige. Das Problem ist, wenn du halt die ganze Zeit nur mit Beschwerden konfrontiert wirst und selten einen Anruf kriegst, und das passiert wirklich sehr selten, so selten wie das Klurak für 5000 Euro ist wahrscheinlich. Jedenfalls bekommt man sehr selten Anrufe, wo es heißt, hey, ich wollte nur noch mal anrufen und Danke sagen, ihr macht alle einen tollen Job, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Deswegen ist das der Grund gewesen, warum man bei uns im Callcenter dann immer Postings gemacht hat oder den Leuten geschrieben hat mit, hey, die bedanken sich gerade, die finden das ganz toll und schöne Weihnachtsgrüße an alle. Weil das halt auch so ein bisschen ein kleiner Motivator ist. Aber du hast es halt so selten, dass dir es halt immer vorkommt, als wenn alle Kunden unzufrieden sind. Aber dem ist nicht so. Es ist wirklich nur ein geringer Teil. Das Problem ist, wenn der geringe Teil im Internet googelt und sieht dann die ganzen Beschwerden, dann denkt er, es ist mehr. Ist es aber nicht. Es ist immer nur ein fucking geringer Teil. Es war 2 Tage her, seit ich mich mit Chris und Harry getroffen hatte. Mein Gehen von meiner Tagesarbeit wurde nicht zugestimmt. Sie sagten, ich sei immer noch neu, also wurde ich noch nicht als reguläre Mitarbeiterin, wurde ich noch nicht mit regulären Mitarbeiterbenefits bedacht. You're being called by our supervisor. Huh? Yay. Why? I don't know. But she's in a bad mood. Oh fuck. Oh nein. Liegt es daran, weil ich zu spät kam? Ich begrüßte meine Vorgesetzte und setzte mich auf einen Stuhl, zu dem sie gezeigt hatte. Ihre Haare schienen vollkommen durcheinander. Ich hatte gehört, dass es zuvor ein wichtiges Treffen gegeben hatte. Ich fragte mich, was diesen Stress verursacht haben könnte. The company has been experiencing a lot of losses lately. The higher-ups decided to lay off some employees. Oh nein, sie wird gekündigt. What? And so, I called you here. You are good at your work, but we will have to let you go since you're new. Das ist fies. Oh. Eine plötzliche Kündigung. Was für ein Timing.